Und herzlich willkommen, meine Freunde, zum weiteren Part des Mario Galaxy Let's Plays. Ich entschuldige mich nochmal für den letzten Part, auch wenn es jetzt aussieht, als ob ich den Part einfach dranhängen würde, aber nein, das ist komplett anders. Ich werde den Part, zeitversetzt aufnehmen, das ist jetzt 2 Tage später, also brandneue Aufnahme, beziehungsweise, ja, heute gedreht, kommt heute hoch und, ja, mein Penis kommt heute auch hoch. Und, Rätsel der Strudelhöhle. Packen wir, machen wir und bomben wir und willkommen in der Galaxy, würde ich sagen. Ja, Soundfail, was soll ich dazu sagen? Einfach, dass mein scheiß Aufnahmeprogramm den Sound nicht aufgenommen hat vom jeweiligen Spiel. Und was sagt Big Boss? Hier, guck mal, ne, braun gebrannt, 50 Kilo Handelbank, was los? Schleudere keine Panzer gegen die Wand am Meeresgrund. Das könnte schlimme Folgen haben. Pö, was du mir sagst, ist mir egal. Doch wir haben nur eine Wahl und das ist entweder hier den Wal zu nehmen oder den Panzer. Und wir nehmen den Panzer, weil der Wal zu dick ist. Aber da. Oh, wir haben ihn noch gekriegt. Nice. Jetzt haben wir einen Strudel-Jetboat. Jetboat? Und wir haben ihn abgefeuert. Aussehen. Das wollte ich nicht. Ja, auf jeden Fall hört ihr noch ein paar Male jetzt mein Headset bei den letzten Projekten hier. Und danach nicht mehr. Warum, kann ich auch erklären, da ich mir jetzt ein neues Zubehör gekauft habe für meinen Membraner. Ich habe ja Membraner für PC. Wo die Qualität auch etwas dumpf ist, aber ich habe das jetzt. Ich habe eigentlich jetzt was bestellt per Amazon. So ein Stativ und so ein. Wer ist das? So ein Rauschspeckmacher, bla bla bla, Vogel. Penishalter. Und der sollte eigentlich das Problem lösen. Normalerweise habe ich ja gesagt, ich bin viel zu faul eigentlich, um meine Membraner aufzumachen bei Wii-Spielen. Ja, ist so ein bisschen schwer am Fernseher hier zu sitzen oder am PC. Mit Membraner dann. Aber mit Ständer und sowas sollte das dann gehen. Aber. Ich habe Ständer beim Spiel, genau. Das nur bei Spielen von Spielen wie Winnie Pooh und so, ne? Also ist ja ganz klar. Dieses Spiel ist wirklich seriös und erfüllt meine Erwartungen an sexuellen Bedürfnissen. Was laberst du? Was laberst du eigentlich? Was laberst du? Vergesst am besten den ersten Satz, wenn ihr noch nicht unter 18 seid. Und das ist bestimmt 90% meiner Gucker. Ja, hallo. So, egal. Wir machen jetzt erstmal hier ganz ohne Rabauken die Flammen aus. Und wie es aussieht, ist hier ein bisschen Geister-Magic-Magic in der Höhle. Ich gehe gar nicht darauf spielen, ich laber irgendwie so Müll. Aber ich hoffe, das gefällt euch trotzdem. Bla, bla, bla. Und heute kommt ein Part, wie ihr vielleicht sehen könnt. Oder wie ihr euch vielleicht erwarten könnt. Oder vielleicht nicht erwarten könnt in den letzten Wochen. Also in dieser Woche sind ja eigentlich Montag bis Gumba. Gumba ist in der Wochentag, genau. Montag bis Donnerstag. Oder Montag bis Mittwoch. Montag und Mittwoch oder Donnerstag auf jeden Fall. Jeden Tag 2 Parts gekommen. Und das werde ich wohl, keine Ahnung, wenn ich Zeit habe, noch mache. Ich habe morgen Zeit, wenn ich morgen nicht zu betrunken bin noch, um hier irgendwas zu machen. Ihr habt richtig gehört, ich werde heute Abend mir richtig schön eingeben. Und das heißt, vielleicht bin ich auch zu betrunken und mache irgendwie, als ich betrunken bin, wenn ich betrunken bin, noch ein Part. Kann ja mal sein, dass er sagt, komm, mach jetzt hier noch Pokémon oder Minecraft. Besowski-Szene. Wäre auch mal lustig, aber ich glaube nicht, dass ihr das sehen wollt. Und ich wollte auch nicht, dass ihr da irgendwie im Hintergrund hört. War mal im Kotzen, meine Freunde, und gleich geht's. Nein, was wollen wir nicht? Und wir wollen jetzt hier erstmal mal ein bisschen rumjumpen. Und wie es aussieht, ist das hier ein. Wie soll man sagen? Eine steinige Sache. Pflaster, Pflaster, Pflasterstein. Wie lustig ich schon bin. Und diese Teile sind ganz besonders mies. Sie zermalmen uns, weil sie dazu Bock haben und wir uns auffressen wollen. Nom, nom, nom. Auffress Mario. Das ist sehr nahrhaft eigentlich, aber Mario. Überleg mal, ein Klempner. Was besteht der? Das ist ein Italiener. Ein Italiener besteht aus. Genau. Kein Euro mehr bald. Und nein, das sind nicht die Griechen. Griechen! What the? Briefmarken Mario. Die neue Verwandlung. Whoopi! Wir sind beim Null-Leben. Beim Null-Leben. What the fuck? Das ist jetzt echt unerwartet, aber. Ja, wenn das Herr From hier uns sagen würde: Hey, Mann, Digga, du hast Null-Leben. Komm hier nicht durch, Alter. Komm hier nicht in meinen Block. Mein Bezirk, mein Wohnung, mein Block, mein Penis ist tot. Mein Haus, mein Bezirk, mein Viertel, mein Block. Game over. Spiel ohne Speicher beenden? Nein. Ja, speichere das mal. Besser ist es. Warum weiß ich halt auch nicht, aber hier ist nochmal Super Mario Galaxy. Oh, was da los mit den Galaxies? Ich weiß auch nicht. Galaxy S2 und ihr habt hier viele Dateien, die mir nicht alle gehören. Doch, sie gehören mir alle.
Und davon sind bestimmt nur 1% oder bestimmt 1% sag ich schon zwei Spielstände durch. Der Rest ist irgendwie angefangen von meiner Schwester und vom Kumpel mal, der hier mal gezockt hat mit mir und irgendwie vom anderen Kumpel, der mit mir gezockt hat und einem anderen Kumpel, der gesagt hat, ey, Alter, voll hässlich, man, spiel COD mit mir. Und dann habe ich gesagt, fick dich, ich spiele keine Ballerspiele und what the fuck war das? Ja, ihr habt richtig gehört, ich spiele keinen einzigen Shooter. Ich werde auch niemals hier auf diesem Kanal Shooter Let's Playen, also wer es will, soll sich einen anderen Channel suchen. Aber nicht hier, weil ich mit Shooter nicht umgehen kann, weil ich Shooter einfach nicht mag. Ich mag die Grafik. Ja, Grafiken sind vielleicht besser bei COD sowas als bei Spielen wie Super Mario, aber das ist mir eigentlich Whale. Da mir es nicht auf die Grafik ankommt, oder beziehungsweise nicht auf die Grafiken, sondern auf das Spiel an sich, an das na, Story ist eigentlich, ja doch, Story ist eigentlich auch schon wichtig. Aber an sich ans Gameplay ist mir eigentlich wichtig und allgemein an die Details, wie zum Beispiel. Gutes Beispiel ist zum Beispiel Zelda oder sowas, wo man Sachen sammeln kann, wo man Sachen verbessern kann und sowas. So, was so Action-Adventure, MMO-Sachen drin hat oder RPG-Sachen. Solche Sachen mag ich aber jetzt. Nur auf Grafik bin ich eigentlich überhaupt nicht, auch bei Grafik eigentlich. Soll man sagen, was für. Ja, ich bin keine Grafikschlampe, sagen wir so. Ich nehme doch. Ich würde auch Spiel kaufen, was schlechte Grafik hat, aber dafür gut funktioniert. Pandora's Vault ist auch nicht so gute Grafik, jetzt beziehungsweise mit PlayStation, Xbox. Für Wii Fit ist es ziemlich gut, aber jetzt für Xbox und PlayStation kann man sagen, Eingriff ins feuchte Klo. Aber das geht. Aber das Spiel läuft einfach flüssig. Vielleicht seht ihr es flüssig wie Durchfall und es macht einfach Spaß. Das ist die Sache. Andere Leute haben gesagt, Pandora's Vault ist ein hässliches Spiel, gefällt ihnen nicht. Gutes Beispiel sind die anderen Let's Player, die hassen das Spiel, weil Zeitbeschränkung hier und Pussy Let's Player da und das harmoniert nicht alles so gut, deswegen können die das nicht, das kann nur einer und das ist der Zero, das wisst ihr hoffentlich alle, dass nur ich der wahre beste Let's Player bin, hohoho, Eigenlob stinkt und das werde ich auch niemals machen. Nein, ich werde mich niemals irgendwie einloben, ich finde meine Let's Plays ja selber nicht gerade die besten und wenn ich euch damit wenigstens unterhalten kann, ist das das Beste, was es gibt. So, da unten ist Link oder so hin, weil ich keinen Bock habe, da jetzt irgendeine. Ah, wow, wow, wow. Vielleicht haben wir viel abgekürzt, jetzt weiß ich jetzt nicht, aber. Ein Nom Nom! Ein Nom Nom! Nom! Oh, Hilfe! Hilfe! Ja, genau, spring mal ein bisschen. Nom! Nom Nom Nom! Diese Steine wollen uns wieder zerstören, aber. Ein Nom Nom! Abgekürzt! Ha 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 ha! Ha 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 ha. So, jetzt warten wir auf den entfeinden Sch. Moment, wollte ich gerade sagen, aber irgendwie postiert dort Moment nicht, den ich haben will. Da ist der Moment. Moment mal! Da ist der Moment! Drehmomentschlüssel. Jetzt neu bei eurem Baumarkt. Wehe, der kommt gleich hier rum, ey. Da unten ist ein Wasser. Fick dich, du Bastard! Alter, was war das? Junge. Boah, scheiße, ich hab grad gedacht, ich hab die Kackaufnahmeleiste in meiner Aufnahme drin, ey. Das wird zu scheiß Lags und zu scheiß Grafikproblemen in der Aufnahme führen. Aber haben wir ja nicht gemacht, weil wir so motherfucking awesome sind, ne? Ja, motherfucking awesome ist prallert. Das motherfucking awesome, die dritte, platt gemacht. Hey Mario, wir waren nicht platt. Hä, wie platt? Ja, guck mal, Briefmarke. Lustig. Nein. Für alle, die so ein Real Life Business interessieren, by the way, ich habe die schriftliche, wie heißt das? Theoretische Prüfung des Führerscheins bestanden. Aber ich glaube, das wissen alle, weil ich das schon ein paar Mikrofon und sowas erwähnt habe. Aber habe ich, glaube ich, im Mario Part erwähnt, dass ich da gleich hin muss. Und das habe ich auch gemacht dann am Tag. Und das habe ich dann auch geschafft an dem Tag. Yeah, motherfucking of Austin, bitches. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Und jetzt habe ich auf jeden Fall nur noch die Fahrprüfung vor mir und der motherfucking Mofo kann mich mal am Arsch lecken. Ist der auf jetzt. Nein! 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 Geh ich jetzt das Wasser! Nicht das Wasser! Nicht das Wasser! Nein! Okay, das war einfach nur schlecht. Soll ich das rausschneiden? Das machst du nicht! Oh Gott, das wird ein Failomania-Paar, wie ich so gerne sagt, Failomania. Abgeleitet von der Pay-Per-View WrestleMania, aber
Das ist mehr so ein Fail-Ding und so Fail-Ding. Habt ihr ja hier gerne auf dem Channel, damit ihr was ein bisschen zu lachen habt. Und ich hoffe, ich erweise euch trotzdem noch die Anforderungen. What the fuck, bin hängen geblieben im Stein. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. Ich bin im Stein hängen geblieben. Ich bin hängen geblieben an meinem... Keine Ahnung. Aber im Rasierer oder weiß was ich. Bom. Nom. Scheiß Nomsteine. Meine Nase ist schon wieder dicht, ey. Sorry, dass ihr das jetzt gehört habt, aber das musste sein, sonst konnte ich nicht hier richtig reden. Nom. Nom. Fress mich auf. Nom. Und nom, 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 nom. Danke. Und so wieder da lang oder da lang? Ich laufe hier lang. Der andere Weg ist mir zum Monotoren. Nein! Nein! Du Spast! Mann, was machst du denn da? Penis. Oh Mann, schon 10 Minuten aufgenommen oder was? Oh Leute, das ist echt Horror. Es tut mir echt leid, dass ich hier so einen Scheiß mache. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich komme gerade. Oh nein, 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 du machst mich nicht platt, denn das Einzige, was mich platt macht, ist Kiko Rap Battle. Oh Leute, es tut mir echt leid, aber. Keine Ahnung, ich bin irgendwie geschändigt noch von der Arbeit. Ja, ich wollte arbeiten für alle, die schönes Wochenende hatten oder Ferien. Ja, schöne Ferien. What the fuck? Da wollte er uns aber platt machen, aber der Gute hier. Hat es nicht geschafft. Wir können auch reingehen. Hä? Hä? Boom! Dankeschön. Das war der Nom Nom Express. Nom Nom Nom! Wir freschen unsere Fahrgäste auf. Nom Nom Nom. Und jetzt hier Nom Nom. Hä? Nom Nom! Motherfucking Mouth. Wir glauben, wir werden den Spart nur einstellen holen, weil ich da auch keine Bock zu hab, mehrere zu holen, weil ich eben. Keine Ahnung, weil ich ja motherfucking Mofo bin. Und what the fuck, das war echt knapp. Boom. Nein. Dreckiger Bastard, Alter. Ich weiß, was der macht. Scheiße, der läuft gerade. Boah, Alter, das war Glück. Das war Glück. Das war Glück. So, jetzt ganz normal hier drauf, Mario. Was machst du jetzt? Nom, nom. Nom. Nom, nom, nom. Was hast du hier denn schon? Sternteile? Jawohl, schön. Haben wir wenigstens noch etwas geschafft und soll ich den Sprung wagen? Ja komm, machen wir den hier. Nein. Oh, motherfucking Mofo. What the fuck? Was ist das denn? Ein Chomp. Ein Star. Ein Stern. Bitte geh kaputt. Dankeschön. Dankeschön. Oh. Die wieder die Scheißmission. Nein! Oh, sorry Leute, aber das muss gerade sein. Das war echt emotional für mich und Scheiße, ey, das war echt heftig. Du hast aber, ja, der Stern war echt ein bisschen miserabel und ich würde mal sagen, wir machen noch einen Stern, weil das Entertainment hat mich gerade so gefehlt und oder noch hier ist noch ein geheimer Stern und eine Sternstuppe, wie es aussieht, aber ich habe keinen Plan, wie ich die mache und Phantomgalaxie und Bowser ist hier. Wir machen mal Phantomgalaxie, weil ich gerade Bock habe, ein bisschen phantomisieren. So, wir geben deiner Mama Penis und machen weiter. Hoppala, da fiel mein Mikro wieder auf den Kopf. Und weil... Buhu, Wettlauf. Oh, das ist geil, das kenne ich, glaube ich, noch. Ich bin mir nicht sicher, aber... Hallo, Aufnahme? Bitte nimm auf, ey. Wehe, dann nicht, ey. Ich hoffe, du nimmst auf, Mikro. Wenn nicht, dann, Hurensohn und so, ne, Mutterficker. Hurensohn und so, ne? Willkommen in der Galaxie, so sieht aus, meine Freunde. Und, wo ist der Buhu, der jetzt hier einen Wettlauf haben will? Wir sind Usain Bolt, wisst ihr, ne? Usain Bolt, Usain Bolt. Wer Usain Bolt nicht kennt, ja, was verpasst, der schnellste Läufer der Welt. Ja, nicht unbedingt der schnellste, aber einer der schnellsten. Das ist das Einzige, was ihr im Argument ist, hier hast du diese scheiß Abgründe. Penis. Whoopee! Whoopee! Und to the star! Starlight Express! Starlight Express! Du weißt, du kannst die Welt retten! Auch nicht! Goombers, das ist Bolo! Du willst ihn haben? Da musst du mich im Rennen besiegen! Ist mir recht, Digga! So, Buhu, was geht ab? Wo können wir denn lang?
Ach, das ist so eine Mission, okay. Okay, machen wir das mal einfach. Hier, weil wir Skillomania sind, ihr wisst ja. Hoffentlich. Wie machen wir das denn? So. Wo müssen wir lang? Ach, da lang, okay. Hier ist irgendwie Rippe oder sowas. McRib. McDonald's kennt ihr ja hoffentlich. Wir sind Zweiter, scheiße. Ich will Erster sein, Digga. Wo müssen wir lang? Hier lang? Ja, wir müssen hier lang. Ich laufe ihm einfach mal so ein bisschen abseits hinterher, weil ich keinen Plan habe, wo ich hin muss. Und ich glaube, hier ist eine Abkürzung, oder? Abkürzung hoch 350, Bitch. Der war jetzt ein bisschen fail, fies, sage ich schon, aber... Wer dich wagt, der dich gewinnt, meine Freunde. So sieht's aus. Und... Nein, keine Minen. Oh, fuck, holy fuck, ich glaube, da ist das Ende, glaube ich, ne? Und Mario, run um your Leben, ey, motherfucking Ziel, Bitch. So muss das laufen, meine Freunde. Und ich dachte, ich hätte den Sieg schon in der Tasche. Wo hast du eine Tasche, mein Freund? Du bist ein Geist. Versprochen ist versprochen, ich gebe dir diesen Stern. Okay, der Pilot sagt... Ready to hell. Und seht ihr das? Die Bäume ziemlich nice gemacht mit den Mundwinkeln und alles hier. Finde ich ziemlich gut. Und den Stern da so als Auge. Haha, aber erstmal position wir hier nicht mehr mit Stern, sondern wir besitzen den Stern und wir posen nicht mehr vom Stern. Und jetzt posen wir erstmal mit Stern. Fett. Hat sich keine, hat keinen Sinn ergeben, aber pose! Oh yeah! Und ich würde mal sagen, meine Freunde, das war's erstmal, Freunde. Ich habe nämlich keine Lust mehr und ich krieg gleich Besuch von Kumpel, weil wir gleich losgehen, abziehen, zum, ja, keine Ahnung. Weg in die Stadt. Auf jeden Fall, Leute, das war der Nummer 30 Stern und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und ja, Mikrowahl. Herzlichen Glückwunsch, Zero. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, meine Freunde. Ciao.